Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Anne, ich bin mittlerweile 20 Jahre alt und ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und habe ich relativ gut abgeschnitten. Falls es euch interessiert, wie genau, dann guckt euch gerne mein Abi-Zeugnis-Video an. Da habe ich euch nämlich meine ganzen Noten nochmal genau erklärt und gezeigt. Und falls euch das Thema Abi weiterhin ein bisschen detaillierter erklärt, habe ich dann eine ganze Playlist auf meinem Kanal. Die ist auch immer verlinkt in der Infobox. Das heißt, falls euch das Thema Abitur oder halt generell Schulabschluss weiter interessiert, dann schaut da gerne vorbei. Wir sind mittlerweile fast im April. Ist ein bisschen crazy, wie schnell die Zeit schon wieder rennt. Das heißt, es ist schon wieder Abi-Zeit und Abi-Saison. Und ich bin sehr erleichtert, dass ich dieses Jahr da so ein bisschen raus bin und mich da nicht mehr drum kümmern muss. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe da letztes Jahr ein paar Erfahrungen gesammelt, die ich gerne an euch weitergebe, weil bei mir ja doch einige Sachen ganz gut funktioniert haben. Und ich habe mittlerweile auch studiert. Das heißt, meine Lernmethoden haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Und es ist wirklich so, wie es immer heißt, man lernt fürs Abi genauso viel wie gefühlt für eine Klausur in der Uni. Also es kommt natürlich darauf an, was ihr studiert und auch was für eine Klausur das ist. Das stimmt nicht überall, aber so im Groben und Ganzen ist Uni schon ein bisschen krasser als Schule. Aber ich würde sagen, man kann das gar nicht so richtig vergleichen, weil es halt einfach eine ganz andere Art von Lernen ist. Ich wollte euch heute mal genau zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar geht es da um diese schicken Dinger hier. Das sind meine Lernzettel vom Abi letztes Jahr. Und ich habe mir aber tatsächlich nur in den mündlichen Fächern richtige Lernzettel gemacht. Also ich habe Bio und Geo mündlich gemacht, falls euch das interessiert. Weil ich halt in den anderen Fächern, also in den schriftlichen Fächern, nur Sprachen hatte. Ich hatte Englisch, Französisch und Deutsch in meinen schriftlichen Fächern. Das heißt, das ist relativ schwer, überhaupt irgendwie was zu lernen, finde ich. Also auf jeden Fall so lernzettelmäßig und auswendig lernmäßig. Da habe ich aber auch noch ein paar Tipps zu. Das gucken wir uns gleich an. Ja, die packe ich auch erstmal weg. Dann würde ich sagen, wir fangen erstmal an mit meinem ultimativen Tipp für Sprachen. Abi und wahrscheinlich auch für Mathe, würde ich sagen, weil ich finde, das sind halt einfach so Sachen, die man ein bisschen üben muss, weil es ist ja so, die Abiturklausur in allen Sprachen ist halt, wenn ihr keine mündliche Prüfung noch habt, was wir in Englisch, glaube ich, theoretisch gehabt hätten, aber da wurde dann halt einfach die Note aus dem Vorabi genommen, es sei denn, wir hätten uns verbessern wollen, wegen Corona gab es da halt wieder irgendwelche Sonderregelungen. Und was mir da wirklich geholfen hat, ist, dass Schreiben. Vielleicht damit anfangen, sich jede Textart irgendwie einmal rauszuschreiben und eine Übersicht zu machen. Das haben wir auch im Unterricht tatsächlich gemacht. Wie wird da die Einleitung geschrieben? Braucht man eine Interpretationsthese? Wie ist das generell aufgebaut? Brauche ich rhetorische Mittel? Brauche ich keine rhetorischen Mittel? Muss ich nur analysieren? Muss ich auch interpretieren? Wie läuft das Ganze? Also jetzt fürs Deutsch-Abi, aber auch fürs Englisch-Abi so ein bisschen. Auch, dass ihr Mediation übt oder voll Französisch. Auch Mediation heißt es da, glaube ich. Keine Ahnung, ich bin zu lange raus aus Französisch, aber jetzt Spanisch. Auf jeden Fall schreibt euch eine Übersicht und dann machen und schreiben und rechnen, weil das ist wirklich was, das habe ich in der Uni gemerkt. Wenn man Sachen wirklich macht und nicht nur theoretisch sich denkt, okay, das würde ich eventuell so und dann dieses rhetorische Mittel, sondern einfach guckt euch die Texte an und geht da wirklich durch und das könnte das sein und das könnte das sein. Natürlich braucht man dafür die rhetorischen Mittel, aber dadurch, dass ihr das macht, werdet ihr ja die rhetorischen Mittel ganz einfach lernen und auch den Umgang davon wissen, weil man muss ja nicht nur wissen, was eine Metapher ist, man muss sie ja auch erkennen. Natürlich kann man auch immer schreiben, bei allem, was man nicht weiß, was ist, ist einfach eine Metapher. Natürlich hat es auch ein bisschen was mit Talent zu tun, aber es ist definitiv was, was man auch üben kann. Es kostet halt natürlich nur Zeit, aber ich glaube, so kann man seine Zeit eigentlich ganz effizient nutzen in der Abiturvorbereitung. Also ich habe das auf jeden Fall immer schon so während der Schulzeit probiert, weil wir auch einen echt guten Deutschlehrer hatten, der uns auch immer die Möglichkeit gegeben hat, Texte zu schreiben und die auch einzureichen bei ihm, damit er sich die dann angeguckt hat und da haben wir auch immer Feedback bekommen. Also das war echt mega gut und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht auf jeden Fall das. Sucht euch entweder selbstständig Texte raus oder fragt bei eurem Lehrer oder eurer Lehrerin nach Texten. Das ist irgendwie so das Einzige, was man in Sprachen wirklich machen kann, klar. Fremdsprachen kann man Vokabeln lernen und Grammatik und sowas alles, aber ich weiß nicht, ob es das so wirklich bringt, weil man muss so wirklich diesen Umgang lernen, auch mit der Sprache und das macht man halt eben am besten, indem man sie benutzt. Also schreiben, schreiben, schreiben und auch in Mathe. Ich studiere jetzt ein bisschen was mit Mathe. Ich war nie so richtig gut in Mathe, ich war auch nie so richtig schlecht in Mathe, aber ich habe halt kein Mathe-Abi geschrieben. Aber ich habe in der Uni jetzt halt auf jeden Fall mit Mathe zu tun, weil ich was mit Wirtschaft studiere. Und da hilft es auf jeden Fall einfach zu rechnen. Einfach sich die Aufgaben rauszusuchen, zu rechnen, zu vergleichen, Lösungen zu sehen, warum habe ich die Aufgabe nicht verstanden und dann einfach immer machen, 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 machen. Ich glaube, das ist das Einzige, wie man wirklich effizient und effektiv lernt. Also auch jetzt beispielsweise in Englisch oder in Französisch gibt es ja immer so diese
Übergangswörter, die man sich aufschreiben kann. Also dieses however und außerdem und was es da nicht alles gibt. Ich glaube, das ist ganz gut, sich die einmal so alle runterzuschreiben und sich die mal anzugucken. Und wenn ihr dann eure Texte schreibt, auch diese Liste mal vor euch liegen haben und so wirklich bewusst solche Wörter einbringen. Nur wenn ihr das dann halt wirklich oft genug gemacht habt, dann braucht ihr das irgendwann gar nicht mehr. Und das ist so die Stage, die wir ja erreichen wollen, wenn wir Abi schreiben, ne? Das war's dann auch schon zu meinen Tipps für schriftliche Abitur. Also wirklich viel mehr kann ich da nicht zu sagen. Abi ist wirklich kein Hexenwerk, also man schafft das schon irgendwie, hat da nicht so viel Schiss vor. Ich hatte ein bisschen Schiss vor den mündlichen Prüfungen, muss ich sagen, weil das schon was anderes ist, ob man in der Klausur sitzt und keine Ahnung hat oder ob man wirklich vor so einer Reihe an Lehrern sitzt, die einen dann so wirklich beurteilen sollen und dann stellt jemand eine Frage und du hast keine Ahnung, was er von dir will und du musst irgendwas erzählen. Und da hatte ich ein bisschen Schiss vor und deswegen wollte ich mich für die mündlichen Prüfungen wirklich gut vorbereitet wissen. Vor allem, weil Bio und ich, das war auch immer so eine kleine Geschichte, ich hatte in der 12. Klasse meine erste Klausur nach dem Ausland, die nicht so gut lief, das war Genetik und ich hatte da sage und schreibe über einen Punkt, glaube ich. Also das war meine schlechteste Klausur in der ganzen Oberstufe. Vielleicht hatte ich auch 0 Punkte, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall lief die Klausur da nicht so gut und Bio und ich mussten uns dann irgendwie ein bisschen versöhnen. Das heißt, wenn euer mündliches Abi ansteht, dann überlegt euch eine Strategie, wie ihr lernen wollt. Und am besten ist es, wenn ihr erstmal eure ganzen Ordner aus der Oberstufe rausholt, also für die Fächer, an denen ihr mündlich schreibt, und die durcharbeitet mit Sachen, die ihr brauchen könnt. Also ich habe wirklich meinen Bio-Ordner rausgeholt, wo alle Sachen drin waren von der 11. bis zur 13. Klasse und habe mir das alles angeguckt und die Sachen rausgesucht, von denen ich dachte, dass sie, glaube ich, ganz gut wären. Und die Zettel rausgesucht, auf denen meiner Meinung nach irgendwie Sachen drauf standen, die ganz wichtig sind und halt die Zettel direkt weggetan mit Sachen, wo ich dachte, das brauche ich nicht. Wenn ihr dann erstmal so eine Übersicht habt, wie viel das eigentlich ist, was ihr da machen müsst und diesen Stapel Zettel da vor euch seht, dann ist auch schon Zeit für den Lernplan. Und ich habe das nicht aufgeschrieben, ich habe das eher so ein bisschen im Kopf gehabt, aber im Kopf kann man immer noch so ein bisschen schieben. Naja, dann meinst du es halt morgen und so. Und ich meine, das ist natürlich nichts Verwerfliches. Manchmal schafft man halt auch nicht alles an einem Tag, was man sich vorgenommen hat. Aber überlegt euch, wann ist meine Prüfung, bis wann habe ich Zeit, was muss ich können und was mache ich wann. Also es hat mir auf jeden Fall Sicherheit gegeben, dass ich wusste, heute habe ich genau das zu tun. Und wenn ich diesen Plan einhalte und mich einfach dran halte, dann kann mir eigentlich bis zum Abi nicht wirklich was passieren. Also es hat auf jeden Fall viel Druck rausgenommen, weil ich eben wusste, dass ich mich so nicht vor irgendwas fürchten muss, würde ich jetzt mal sagen. Ich am Ende nicht in Verzug komme, weil ich rechtzeitig angefangen habe und weil ich das schon schaffe. Was mir dann geholfen hat, ist auf jeden Fall die Routine des Lernens. Also nicht einfach irgendwie sagen so, ja, ich muss heute ja noch das mache ich schon noch irgendwann, sondern halt wirklich, bei mir war es so, früh aufzustehen, obwohl das eigentlich nicht so mein Ding ist. Ich bin immer um 8 aufgestanden, habe dann so eine Stunde zum Wachwerden gebraucht, habe vielleicht noch eine Doku geguckt, ganz in Ruhe gefrühstückt und dann habe ich um 9 angefangen zu lernen und dann habe ich halt immer so lange gelernt, bis ich halt irgendwie keinen Bock mehr hatte und eine Pause brauchte oder halt einfach auch mal bis abends. Aber meistens habe ich so gemacht, dass ich halt dann vormittags gelernt habe und nachmittags entweder arbeiten war oder irgendwie auch mal was anderes gemacht habe als Schule. So die letzten paar Tage oder die letzten 2 Wochen würde ich sagen, fast nicht mehr. Da habe ich schon dann noch relativ gut durchgezogen, muss ich sagen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Falls ihr aber nicht so die Morgentypen seid, wie ich das eigentlich auch nicht bin und ihr wisst, ich kann besser abends lernen, ich kann besser nachts lernen oder ich kann besser nachmittags lernen und ich schlafe lieber aus und lerne halt einfach mitten in der Nacht. Also ich mag so diese allgemeine Meinung, die herrscht, dass man früh aufstehen muss, um produktiv zu sein. Die gefällt mir einfach nicht. Bei mir war es jetzt einfach so, dass mir das in der Abi-Zeit extrem geholfen hat, Druck rauszunehmen, weil ich dann halt eben wach war und dann war ich so, okay, heute ziehe ich das durch und es hat mir irgendwie ein bisschen Motivation gegeben, weil wenn ich dann immer so bis um 11 oder 12 geschlafen habe, dann war ich immer nur so, oh ja, scheiße, ich fühle mich hier so unproduktiv, ich habe eh nichts geschafft, so. Das war für mich halt einfach nur eine Kopfsache. Und was mir aufgefallen ist, im Vergleich zur Uni jetzt, zu Abiturzeiten, habe ich noch alles auf Papier geschrieben. Und da ist es natürlich schon angenehmer, wenn man an einem Schreibtisch lernt, als wenn dann überall die ganzen Zettel rumliegen. In der Uni habe ich jetzt aber mein iPad, das heißt, ich kann theoretisch überall lernen. Und ich bin da eigentlich echt schmerzfrei. Also bei mir ist es egal, ob ich auf dem Sofa sitze oder am Strand liege oder am Schreibtisch sitze oder im Bett liege. Ich kann mich überall gut konzentrieren, wenn ich mich halt nur so in den richtigen Mindset bringe. Nur das Problem ist dann irgendwann, wenn man die ganze Zeit im Bett lernt, hat man mental irgendwie dann so keine Grenzen mehr. Und das habe ich jetzt in meiner Uniklausurenphase gemerkt, weil ich halt Corona hatte und dementsprechend halt einfach die ganze Zeit im Bett gelegen habe und da dann halt auch gelernt habe, weil das einfach auch das Bequemste war, weil es mir halt nicht so gut ging.
Aber falls ihr jetzt gerade nicht wie gefühlt halb Deutschland in Quarantäne seid, dann würde ich einen Schreibtisch auf jeden Fall empfehlen. Zumindest für die Abi-Zeit. Ich habe sonst auch nie in der Schulzeit was am Schreibtisch gemacht. Also sehr, sehr selten. Kann ich fürs Abi aber auf jeden Fall empfehlen. Weil man sich da auch einfach ausbreiten kann. Und als nächstes komme ich mal zur Motivation. Bei mir war es nämlich irgendwann so, dass ich absolut keinen Bock mehr hatte. Also ich habe die ganze Zeit durchgezogen und irgendwann saß ich einfach nur noch am Schreibtisch und wollte nicht mehr. Vor allem, weil ich halt so vor Augen hatte, so okay, ganz ehrlich, in 2 Wochen juckt mich hier davon gar nichts mehr. Dann sind wir nur noch am Feiern. Und ich hatte dann auch gefühlt mental nur noch irgendwie so Sachen wie Lehrertour und Abiball und eventuell noch eine Abifahrt und solche Sachen halt im Kopf. Und da hat mir geholfen, das wirklich alles einmal aufzuschreiben. Und halt wirklich mich dann irgendwann in so einem richtigen Tief, wo ich so dachte, ey, ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Ich wusste aber, ich muss noch. Mich wirklich mal hinzusetzen, mir so 10 Minuten Zeit zu nehmen und einfach mal aufzuschreiben, worauf freue ich mich denn nach dem Abi? Also und so wirklich so diese Sachen direkt danach. Ich hatte da wirklich echt gute Sachen drauf stehen. Wenn dann die Motivation wieder da ist, komme ich mal zu den Lernzetteln, die ich hier habe. Das ist nicht ganz ausgeglichen. Also wenn ihr seht, das hier ist Geo und das hier ist Bio. Also Bio ist ungefähr 3-mal so viel, wenn nicht noch mehr. Falls euch das genauer interessiert, wie ich die aufgebaut habe, wie ich die strukturiert habe, wie die waren, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann kann ich da auch noch mal gerne ein Video zu machen, falls euch das hilft. Und ich kann die euch dann auch nochmal genau zeigen. Vielleicht auch nochmal ein bisschen zeigen, was ich da besser machen würde. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht, dass ich erst Zusammenfassungen aus meinem Ordner geschrieben habe, die dann halt meine Lernzettel waren. Und dann davon die Sachen, die man so wirklich auswendig lernen konnte, nochmal auf Karteikarten geschrieben habe. Zumindest in Bio. Denn in Geo fand ich es eigentlich viel einfacher, mich halt generell irgendwie so ein bisschen zu bilden und dann einfach irgendwie Dokus zu gucken und Nachrichten zu gucken vorher. Wir hatten nämlich zum Beispiel Corona in Indien als Thema. Aber das war halt einfach zu der Zeit so, dass da die Corona-Lage einfach eine ganz andere war als in Deutschland. Wenn es da irgendwie solche aktuellen Themen gibt, auf die ihr euch vielleicht auch ein bisschen vorbereiten könnt. Was ist da auch so was, was man im Moment dran nehmen könnte, so als Lehrer? In Geo habe ich auch das große Glück gehabt, dass wir da mündliche Prüfungen simuliert haben. Also das war wirklich so, dass wir das dann einmal üben konnten, wie das überhaupt abläuft, so eine mündliche Prüfung. Und das hat auf jeden Fall auch richtig gut geholfen, weil man dann erstmal so reinkommt, wie lange ist es überhaupt, 10 Minuten frei zu sprechen und wie ist das, wenn dir jemand eine Frage stellt und du da gerade so drauf reagieren musst und dich da irgendwie gut präsentieren musst und möglichst viele Sachen da einbauen musst. Das heißt, falls ihr da die Möglichkeit habt, sowas vielleicht auch mal nur mit Freunden zu machen oder euch selber was zu überlegen oder einfach nur jemanden zu fragen, ob er euch eine Aufgabe stellen kann und dann redet ihr einfach selber mal 10 Minuten über ein Thema. Das ist, glaube ich, so die beste Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung, die man haben kann, weil das ja sonst eigentlich eine Form ist in der Schule, die nicht so abgefragt wird und dann im Abi ist sie auf einmal da. In Bio bin ich geordnet nach Themen durchgegangen, da habe ich über Ökologie, Evolution und Genetik geschrieben, beziehungsweise geredet. Das war wirklich, glaube ich, das arbeitsaufwendigste Fach, in dem ich Abi geschrieben habe. Da fand ich auch, dass Bio für mich das einzige Fach war, in dem mir so diese Lernbücher was gebracht haben. Also es gibt ja diese Bücher oder Abiturbücher, die man sich ja extra noch kaufen kann. Ich habe mir da wirklich keins von gekauft. Ich habe nachher ein Biobuch ausgeliehen und da in den letzten 2 Tagen nochmal reingeguckt. Und ich glaube, da hätte ich im Nachhinein auch nochmal gute Sachen gefunden, vor allem wenn man irgendwie was nicht versteht. So wie diese, was war das, Polymerase-Kettenreaktion oder so, die habe ich nicht gecheckt. Manchmal gibt es auch gute YouTube-Videos zu, aber ich glaube, das muss ich euch nicht sagen. Am Ende habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt für euch, und zwar ist das sowas wie Sport und Bewegung und auch Ablenkung. Also ich hatte das nachher wirklich so, dass ich, glaube ich, in den letzten paar Tagen vor meinem Abi ungenießbar war, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, weil ich mir so viel Druck gemacht habe teilweise auch. Also es ging noch, aber es war auch nicht, also hätte nicht unbedingt gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gut durchgekommen und da bin ich auch sehr froh drüber. Aber ich habe das Gefühl, dass man einfach ein bisschen leistungsfähiger ist, wenn man regelmäßig Sport macht und sich regelmäßig ein bisschen bewegt und nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt. Das heißt, falls ihr das Gefühl habt, ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde Sport machen, weil dann verliere ich eine halbe Stunde Lernzeit. Dafür lernt ihr dann wahrscheinlich aber dann die Stunden danach viel effektiver, als wenn ihr jetzt noch 1,5 Stunden hier rumsitzt und euch nicht mehr konzentrieren könnt. Also macht euch nicht zu fertig, lasst euch nicht zu doll stressen. Abi geht auch irgendwie vorbei und ihr schafft das irgendwie alle schon. Falls jetzt jemand anders noch Tipps hat, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn wir uns da gegenseitig ein bisschen helfen können und wenn ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt als ich, weil ich ja jetzt wirklich eigentlich schriftliches Abi nur in Sprachen gemacht habe. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder folgt mir auf Instagram oder TikTok. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!